Gut, dass es mir wahrscheinlich gespoilert wurde. Denn ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Und zwar graben die wirklich. Also, okay, ich hatte es vermutet, dass eventuell die Zergs irgendwas machen können, wie Fliegen zum Beispiel. Ich glaube, die Mutalisken waren die Fliegenden. Ja, damit hätte ich ja noch rechnen können. Aber wenn sie fliegen, kann man sie wenigstens abschießen. Sie sollen allerdings tunneln können, also kann ich mir vorstellen, dass sie irgendwo da hinten sich eingraben und dann da rauskommen, was absolut übel wäre. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist, dass ich Sniper-Türme aufstelle, überall in der Basis verteile und die mit Gib-mir-Kisten abdecke, sodass wir aus die durchgehend mit Munition versorgen können. Weil das hier draußen alles mit Gib-mir-Kisten zu machen, wäre ein bisschen lastig für die Roboter. Aber die drinnen Türme, also keine Ahnung, alle 20, 30 Felder so ein Sniper-Turm, wenn wir eine gute Abdeckung haben, das wären okay. Das ist echt doof. Ich hätte. Was? Achso, das Ding muss da noch weg. Ja, es ist doof, weil ich hatte mich halt darauf gefreut, dass die Außenmauer jetzt fertig ist und dass wir dann einigermaßen sicher leben können und aufbauen und was weiß ich. Und dann sowas. Oh, na gut. Das heißt, Roboter sind ziemlich wichtig jetzt, damit wir die Türme ordentlich bauen können. Und ich darf mich nicht ablenken lassen von der Automatisierung. Also hiervon. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um die Jungs. Dafür brauche ich viel mehr davon. Und ich überprüfe, ob das Muster hier jetzt stimmt. Welches davon ist jetzt gerade? So ist gerade, ne? Blieb. Blieb. Gucken, ob die übereinander passen. Ja, sehr schön. Da ist schon mal kein Fehler drin. Das wäre das eine. Das heißt, da kommt gleich eine Schmelze hin. Das kommt dahin. Wir könnten. Habe ich Elektroschmelzen schon? Ja, hahaha, braucht nur Steine. Okay, also Steinziegel. Das hole ich mir gleich ab. Okay. Nimm, 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 nimm. Dahin, nimm, 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 dahin. So. Steinziegel abholen. Und hier kommen dann definitiv die Sniper-Türme hin. Buddeln und fliegen und Kamikaze-Angriffe. Und, was da wohl noch alles kommt. So, du. Da, du da. Wo war meine Ziegelkiste? Ach, da hinten ist die Ziegelkiste. Hatte ich extra auf dem extra Feld getan? Na gut. Ich hoffe, da sind genug Ziegel drin für. Wow. Okay. Gib mir ganz viel Ziegel. Bau ein davon, weil ich nicht genug Stahl habe. Gut. Prioritätenliste ist jetzt Stahl holen. Mit dem Stahl dann unten die grünen und roten Chips automatisieren. Dann gucken, was mit den grünen und roten Chips noch gebaut werden kann. Die Fabriken ebenfalls da unten hin tun. Währenddessen schön forschen. Sobald das da durchgetickt ist bei dem nächsten DNA-Punkt. Ne, DNA haben wir genug. Es fehlen rote Tränke. Rote Tränke habe ich. Also muss ich auch rote Tränke unten abliefern. Da muss noch Kram aussortiert werden. Nämlich die Schrotflinte, die Muni. Ganzen Steine brauche ich eigentlich gerade auch nicht. So. Und so viel Holz auch nicht. Labor gerade auch nicht. Und die da auch nicht. So. Hier läuft die Forschung, okay. Stahl da hinten. Element. Element, Element. Eisen fehlt auch noch. Eisen, 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 Eisen. So. Bau mehr davon. Plastik fehlt. Naja. Schön, dass sich das hier auch schon überall drin staut. So, da, Plastik. Das Plastik müssen wir noch nach unten bringen. Also mit einem Ärmchen von da weg und dann noch mehr Fließbänder bauen. Ist ja nicht so, dass wir in der letzten Folge schon hunderte von Fließbändern gebaut haben. Aber gut, mal runter. So. Genau, Schmelzöfen da. Baut. Da ein hin, nimm das raus, ruhig mit dem schnellen Ärmchen. Das ist jetzt Eisen. Eisen sollte wohin? Auf die eine Seite vom Fließband. Also mache ich das einfach oben rum. Guck mal. Da schon Knick. Das heißt, du liegst jetzt auf der Innenseite vom Fließband. Das heißt, das Kupfer können wir einfach an das Fließband daran machen. Was jetzt irre viel Platz verbraucht, aber egal. Blob. So. Und ich brauche Fließbänder. Na, 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 na.
So. Kann ich schneller Fließbänder herstellen, als ich sie legen kann? Nein, aber es ist knapp. Da, 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 da. So, jetzt haben wir rechts Eisen, links Kupfer. Und jetzt kommen wir schon das erste an. Das ist gut. Das heißt, du nimmst es dir da weg, du nimmst es dir da weg. Du hast dir schon Eisenplatten genommen. Die grünen Chips werden da hingelegt. So, rote Chips. Rote Chips hier. Die bräuchten Plastik und Kupferdraht. Kupferdraht. Oh, ich kann das Ding hier. Oh, sehr schön. Das sieht doch fast gut aus. Mein Plan ist es jetzt, diese Linie hier weiterzuziehen, damit wir mit demselben Fließband ebenfalls auch die roten Fabriken befördern können. Und zwar packe ich die roten Fabriken jetzt testweise nicht dahin, weil wir erst noch blaue Fabriken brauchen. Da, brauchen blaue Fabriken. Gut. Und pop dich dann einfach mal da und dahin. So, du machst jetzt Mist. Doch, das geht. Ha! Okay, das heißt, links kommen jetzt grüne Chips, dann mache ich das Fließband nach hier oben. Irgendwie anders und sorge dann dafür, dass die roten Chips, wenn sie fertig sind, auf die andere Seite dieses Fließbands gelegt werden. Und dann können wir das Fließband später verlängern und irgendwo hinbringen, wo beide Sachen gebraucht werden. Dass dann schön alles auf diesem einen Fließband ist. Das ist fast gut. Sehr schön. Bau dich dahin. Es kommt nur anscheinend nicht genug Kupfer an. Weil wir jetzt in der Phase sind, wo langsam mehr Kupfer gebraucht wird als Eisen. Aber damit muss ich später umgehen. Erstmal jetzt hier alles vorbereiten. So. Einzige Problem, was ich jetzt noch sehe, ist Plastik. Wir brauchen nämlich hier gar kein Eisen mehr. Wir brauchen nur noch... Ach Mist. Du bist hier falsch. Hier müssen nochmal Fabriken hin für Kupferdraht. Zwei billige Fabriken. Und ihr habt die falschen Sachen aufgehoben. Tut mir leid. So, du machst bitte Kupferdraht. Schiff links. Dann kommen da drüber die Fabriken für die roten Chips. So und so. Und dann können wir... ja doch. Dann kommt von da irgendwo Plastik hier hin. Dann wird das Plastik hier reingetan. Und die roten Chips werden mit einem langen Ärmchen da hinten raufgelegt. Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass die grünen Chips auf der unteren Seite dieses Fließbands landen. Dafür lasse ich einfach das hier im rechten Winkel drauflaufen. Da sind sie automatisch unten. Gut. Mach hier einen Knick, geh da hoch. Fertig. Oh ja, das nimmt Lavalampenmuster an. Hier rum, da rum, da parallel, da entgegengesetzt. Ärmchen zwischen euch. Ich glaube, leichte reichen da, ne? Ja, mach mal du rot. Schiff rechts, Schiff links. Habe ich noch lange rote Ärmchen? Nur ein. Baue noch ein langes rotes Ärmchen. So und so. Okay, dahin jetzt Plastik ist der nächste Schritt, richtig? Achso, und unten noch mehr. Da kommt immer die da raus. Was habe ich getan? Ich habe alles wegsortiert. Das ist, glaube ich, neu. Sollte mehr blaue Ärmchen nutzen und den Slot für was anderes. So, Plastik. Plastik muss dahin. Und ich wollte noch rote Tränke abliefern, damit die Animal Origins Forschung da weitergeht. Sonst kommt das auch nie in die Pushen. Du. Rote Tränke. Okay, das nicht mehr forschen, weil es langsam schweineteuer wird. Auch wenn mehr Schaden immer toll ist. Was wollte ich jetzt? Ich wollte in Richtung Roboter gehen, richtig. Ich wollte aber auch in Richtung Ore Crusher gehen, damit wir mehr Ressourcen rausbekommen. 300. Das ist schweineteuer, ne? Ja. Trotzdem, der Ore Crusher klingt sehr, sehr gut. Haben wir noch irgendwas Kleines, Leichtes? Warum ist Concrete so schwierig zu erforschen? Menno. Schwefel für Illyrium Walls, wofür wir Illyrium Stone brauchen, wofür wir Illyrium Dust brauchen, wo ich noch nicht weiß, wo der herkommt. Yum, 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 yum.
Flammenwerfer. Ja, machen wir den Flammenwerfer zuerst. So, hier weg. Plastik holen. Nee, ich ablenken lassen. Plastik holen. Baue ganz viele davon. Und verlängere das mal in die Richtung hier. So. Soundtrack hört sich gerade so ein bisschen an wie die alten XCOM-Teile. Nee, gar nicht. UFO, Aftermath, Aftershock und Co. Danach. Was übrigens auch eine schöne Serie ist an Spielen. So. Das haben vollkommen falschen Ende gebaut, das Ding. Noch ein Knick. Machen wir hier das. Knick, Knick. Und wir können dich ja... Nein, nicht so. Können dich ja hier rausholen. Also da, 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 da. Und Ärmchen und die Kiste da beschränken. Und das so mitnehmen. 100 sollten erstmal reichen. Okay, also es kommt jetzt langsam Plastik nach unten. Das Plastik wird benutzt, um rote Chips herzustellen. Jetzt muss ich nur noch entweder grüne und rote Chips einlagern. In der Kiste. Oder gleich einen Abnehmer finden. Was hätten wir denn als Abnehmer? Wir hätten als Abnehmer zum Beispiel blaue Ärmchen und gelbe Ärmchen. Ich könnte also das jetzt hier schlangenartig weiter hochlaufen lassen, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Und damit dann sowohl grüne Ärmchen als auch blaue Ärmchen automatisieren, damit ich das nicht mal selber herstellen muss. Alternativ. Davon muss nichts automatisiert werden. Nö, das war's, glaube ich, erstmal. Dann mache ich's anders. Dann mache ich das hier lang. Lass es hier später hochlaufen für etwaige Fabriken. Aber dann kommt's nicht zu einer Fabrik, sondern wird hier einfach weggeschnappt. Und in Kisten gestopft. So. Und die nehme ich vorher alle mit für die eigene Tasche. So. Oh, und Eingangsärmchen hier fehlen noch. Oh, noch mehr Ärmchen. Oh, das ist jetzt problematisch. Nee, ist es nicht. Nimm von da und von da. Das heißt, du nimmst jetzt nur die grünen. Du nimmst jetzt nicht rote, die er rauslegt. Weil die werden ja nicht verlangt. Okay, okay. Damit würde ich sagen, erste Lavalampe erfolgreich gebaut. Ein wenig mehr Platz verbraucht, als nötig gewesen wäre. Aber so arbeite ich lieber, wenn ich mir den Platz noch leisten kann. Wobei das später echt ein Problem wird, wenn wir nicht expandieren. Ja, aber noch geht es. Dann machen wir es auch so. Flammenwerfer ist in Arbeit, das ist gut. Strom sollte eigentlich okay sein. Ja, wir haben keine Akkus. Das würde ich auch recht gerne schnell ändern. Weiß nur nicht wo. Ist das bei den Solarpanels irgendwo? Nee. Personal Roboport. Can be inserted into armor. Allowance to launch construction bots. 2x2. Und das ist Vanilla Factorio. Das finde ich echt cool, dass sie es eingefügt haben. So, Akkus. Da sind Akkus. Brauch Batterien, die wir eh bald erforschen sollten. 5 Megajoule. Ja, das dauert eine Weile mit denen auf 500 Gigajoule Puffer zu kommen wie letztes Mal. Aber gut, forsch weiter. Ich mache währenddessen nochmal kurz den Kohlerundgang. Auch wenn das noch nicht allzu lange her ist hier. Ja, die hinteren haben gar nichts verbraucht, weil die Kiste hier voll ist. So, grüne Tränke schmeiße ich mal hier rein, damit noch mehr Platz im Inventar frei wird. Noch mehr Kohle schmeiße ich da rein, bis auf 2, die ich gerne selber hätte. Okay, was haben wir noch? DNA ist in Arbeit. Türme müssen regelmäßig gesetzt werden. Gerade jetzt, wo das Band voll ist mit Muni. Also überall, wo noch kein Turm ist, ein Turm hinten. Blub, blub. Und da muss ich halt zwischendurch auf die Radarslots achten und dementsprechend neue Dinger hier an den Rand setzen, wo sie auch hingehören. Und in ein paar Folgen wieder Mauern bauen. Also die zweite Mauer bauen und anfangen Sniperzimmer zu bauen. So, Flammenwerfer ist machbar. Jetzt hätte ich gerne Flammenwerfer-Munition.
brauchen wir Leichtöl und Schweröl. Was super ist, weil momentan haben wir keine Abnehmer für Leichtöl und Schweröl. Also research das sofort. Gib mir sofort einen Flammenwerfer. Oder auf 16.